der Speakers Corner. Und zwar stellt Philipp Roth auch vom Landesklimawissenschaft Essen die Umstellungsberatung vor. Philipp ist schon seit 6 Jahren bei der LMH. Deine Leidenschaft gilt den Legumen, passt ja irgendwie auch zum Ökolandbau. Ja. Und jetzt seit einem Jahr bist du in der Umstellungsberatung und du möchtest einmal vorstellen, wie die abläuft, was es vielleicht zu achten gibt, wenn man eben von konventionell auf ökologisch umstellen möchte und ja, vielleicht auch die Prozesse aussehen, wie der LNH unterstützen kann. Genau. Dann schön, dass du die Zeit nimmst. Und dann überlasse ich hier die Bühne und das Mikro. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Genau, ich bin heute hier, Philipp Roth ist mein Name, wie gesagt, um das Angebot vom LLH zur Umstellungsberatung vorzustellen. Ich will erst einmal kurz was dazu sagen. Was ist überhaupt der LLH, der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen? Das ist eine staatliche Bildungs- und Beratungseinrichtung des Landes Hessen für die Landwirtschaft und für den Gartenbau zuständig. Wir sind eine nachgeordnete Behörde des Landwirtschaftsministeriums oder Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und unsere Aufgabenbereiche umfassen die Beratung, die Bildung, also Ausbildung des Nachwuchses und auch die Fachinformation mit Versuchswesen. Das ist jetzt ein bisschen trocken, aber einfach, dass man das mal sieht. Der LLH ist eben aufgeteilt, also das geht mit eben verschiedene Abteilungen. Die Beratungsabteilung ist die Abteilung 1 und innerhalb der Abteilung 1 ist das Fachgebiet 15, Beratungsteam ökologischer Landbau. In diesem Fachgebiet bin auch ich und die meisten der Kollegen, die ich jetzt gleich vorstellen werde, enthalten. So, was ist jetzt das Beratungsangebot unseres Fachgebiets 15 ökologischer Landbau? Also grundsätzlich machen wir die Beratung für Betriebe, die interessiert sind an der Umstellung von konventioneller auf ökologischer Wirtschaftsweise, aber natürlich auch die Beratung von Bestandsbetrieben oder Betrieben, die bereits umgestellt haben. So ganz klassischerweise ist immer dieser Umstellungszeitplan ein Bestandteil der Beratung. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Beispiele. Einmal ganz analog auf Papier, wo man ein bisschen mit Schnipseln umspielen kann, was der beste Zeitpunkt wäre. Aber natürlich kann man das Ganze auch digital machen über ein Excel-Blatt, dass man einfach einen Überblick bekommt, wann welche Fristen gelten, wann man was bis was gemacht haben muss. Dann darüber hinaus beraten wir natürlich auch zu den Richtlinien des ökologischen Landbaus, also welche Richtlinien müssen eingehalten werden und auch über Förderung. Welche Fördermaßnahmen gibt es oder was kann man vielleicht noch aufsatteln auf die Standard-Öko-Förderung? Entschuldigung, jetzt habe ich den Bildschirm ausgemacht. Dann auch ein essentieller Bestandteil für einen Ökobetrieb oder auch für jeden landwirtschaftlichen Betrieb ist die Fruchtfolgeplanung. Da planen wir mit den Betrieben zusammen neue Fruchtfolgen, wenn es eben in die Umstellung geht oder auch bestehende Fruchtfolgen, inwieweit man die vielleicht noch optimieren kann. Und da im Zusammenhang steht natürlich auch eine Düngerplanung, zu welchen Früchten optimalerweise die Dünger, die vorhanden sind im Betrieb oder auch Zukaufdünger, eingesetzt werden können, um eben die Nährstoffbilanzen möglichst ausgeglichen zu haben. Dann gibt es Kollegen und Kolleginnen, die sich im Bereich Tierhaltung auch mit Föderation auseinandersetzen. Also es geht einmal um Föderungsberatung im Allgemeinen, aber auch um die Erstellung von Rationsberechnungen oder Optimierung von Rationen. Und wir machen auch betriebswirtschaftliche Auswertungen, das heißt jetzt Bewertung der Vergangenheit oder auch Planungsrechnungen. Das ist auch in unserem Angebot enthalten. Dann betreuen wir drei Arbeitskreise, beziehungsweise streng genommen das Fachgebiet 15, zwei Arbeitskreise. Einmal den Arbeitskreis ökologischer Ackerbau und zum anderen den Arbeitskreis ökologische Milchviehhaltung. Und es gibt aber auch noch Beratungskräfte, die informieren zum ökologischen Obst- und Gemüsebau. Da gibt es auch einen separaten Arbeitskreis. Die sind aber dann im Fachgebiet 12, aber die gehören auch mit zur Ökoberatung. Da habe ich hier auch auf den Tischen Flyer ausgelegt, wo es nochmal genauere Informationen zu den Arbeitskreisen gibt. Genau, hier sind die auch abgebildet, die Flyer. Die können Sie eben hier bei uns mitnehmen und sich mal durchschauen.
Dann haben wir auch, dadurch, dass wir ein eigenes Versuchswesen haben, können wir auch auf die Versuchsergebnisse zurückgreifen und Sortenempfehlungen herausgeben fürs Land Hessen. Da habe ich jetzt hier einmal ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel die Ergebnisse vom LSV Öko-Agarbohne aus letztem Jahr. Die werden dann auch veröffentlicht auf der Internetseite und im Ökofax. Dadurch können wir eben neutral Informationen zu den Sorten und verschiedenen Ertragsleistungen geben. Genau, dann in unserem Fachgebiet liegt auch die Klimaschutzberatung, die seit ein paar Jahren beim LLH angesiedelt ist oder neu geschaffen wurde. Und auch die Eiweißinitiative, die sich mit dem Wissenstransfer zum Leguminosenanbau beschäftigt, ist in unserem Fachgebiet angesiedelt. So, unser Informationsangebot für die Landwirtschaft ist zum einen unser Ökofax. Das erscheint von Februar bis November einmal pro Woche. Die Kontaktpersonen, ich habe nachher auch nochmal die Namen aufgeführt, wäre die Cornelia Schuler. Wer also Interesse an dem Ökofax hat, kann sich an die Frau Schuler wenden. Ich habe hier einmal beispielhaft das Ökofax dargestellt. Es geht eben dann um jeweils aktuelle pflanzenbauliche Themen oder auch Veranstaltungshinweise und natürlich auch Themen zur Tierhaltung. Darüber hinaus gibt es auch ein Infofax zum ökologischen Gemüsebau. Das erscheint jährlich alle 7 bis 14 Tage. Und da wären die Ansprechpartner die Frau Fischbach bzw. die Frau Lienenlücke. Die kommen aber auch gleich nochmal, wenn es zum Gemüsebau kommt. Und natürlich ist auf unserer Internetseite ein großes Informationsangebot. Da gibt es einen eigenen Bereich für den Ökolandbau, wo es Informationen zur Tierhaltung und auch zum Pflanzenbau und zum sonstigen Öko-Bereich gibt. Und natürlich veranstalten wir auch oder organisieren wir auch Infoveranstaltungen, einmal zur Umstellung für Interessierte, aber auch Sachkunde, Nachweis und so weiter. Da sind wir auch aktiv. So, dann komme ich jetzt mal konkret zu den Umstellungsberatungskräften. Die Region oder das Bundesland Hessen ist quasi aufgeteilt in 4 Regionen, Nord, Süd, West und Ost. Und für jede dieser Regionen gibt es spezielle Umstellungsberater, die sich um die Erstumstellungsberatungsgespräche kümmern und gegebenenfalls weiterleiten an Fachberatung. Ich stelle die jetzt einmal kurz vor, wer das ist. Für die Region Nord, das wären die Landkreise Kassel, Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner-Kreis. Das ist der Kollege Reinhard Schmidt, der sitzt in Kassel und ist Ansprechpartner für alle Interessierten aus diesen Landkreisen. Dann in der Region West, das sind die Landkreise Magdeburg-Biedenkopf, Gießen, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg, Rheingau, Taunus-Kreis und Wiesbaden. Da sind es der Kollege Arnold Nauböhm und meine Wenigkeit, Philipp Roth. Ich sitze in Bad Hersfeld und der Arnold Nauböhm hat seinen Sitz in Marburg. Wir zwei sind dann für den Erstkontakt quasi die Ansprechpartner in den genannten Regionen. Beziehungsweise ansprechen kann es natürlich jeder. Wir leiten dann gegebenenfalls weiter an die zuständigen Beratungskräfte. So. Die Region Ost, das sind die Landkreise Vogelsberg und Fulda. Das machen die Kollegen Thomas Schindler und Marcel Fieler. Die sind beide am Eichhof ansässig und betreuen diese zwei Landkreise. Und dann gibt es zu guter Letzt noch die Region Süd. Das macht die Kollegin Sandra Höbel. Das sind eine ganze Menge Landkreise, die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber das findet man auch in unserem Flyer, den ich auch hier ausliegen habe, welche Regionen da reingehören. So, dann komme ich jetzt noch zu den speziellen Fachberatungskräften. Fangen wir an mit der Tierhaltung. Das ist einmal die Kollegin, zum einen die Frau Schuler, die ich eben schon mal genannt habe. Die Ansprechpartnerin ist auch für das Ökofax im Süden von Hessen, sitzt in Griesheim. Und der Jürgen Sprenger. Hauptthema bei denen ist die ökologische Milchviehhaltung oder Rinderhaltung, aber auch Schweinehaltung und Geflügelhaltung sind da ein Thema. Und zur Betriebswirtschaft haben wir auch einen Fachberater, das ist der Christian Schulin. Der ist in ganz Hessen zuständig für die Betriebswirtschaft im Ökolandbau. Und der hat seinen Dienstsitz auch in Bad Hersfeld am Eichhof. So, dann kommen wir auch noch zur Fachgebietsleitung, die natürlich auch sehr wichtig ist. Das ist einmal die Frau Dr. Ute Winiges mit Sitz in Marburg und ihre Stellvertreterin, die Frau Fröhlich, auch in Marburg, die auch Ansprechpartnerin sind.
So, jetzt kommen wir zu den Beratungskräften, die nicht im Fachgebiet 15 enthalten sind, aber auch mit ökologischem Landbau zu tun haben, zwar mit dem ökologischen Gemüse- und Obstbau. Das ist einmal die Frau Fischbach und die Frau Liedenlüge. Beide sitzen in Wetzlar und die zwei Kolleginnen erstellen auch das Infofax Ökologischer Gemüsebau. Und dann haben wir auch noch eine Beratungskraft, die sich mit ökologischem Obstbau beschäftigt. Das ist der Marcel Trapp. So, weitere spezielle Beratungsangebote. Es ist jetzt nicht allumfassend, aber die wichtigsten will ich auch mal kurz anreißen. Zum einen bietet der Reinhard Schmidt eine Kulturbegleitung an zum ökologischen Kartoffelbau. Der ist dort sehr versiert in dem Thema. Dann wird angeboten nämlich Leistungsprüfungsauswertung. Das machen die Kollegen und Kolleginnen aus der Tierhaltung. Dass quasi die Milchleistungsprüfung der Betriebe ausgewertet werden und daraus schlussfolgernd Beratungshinweise gegeben werden. Und dann gibt es das Angebot der Betriebszweigsauswertung, auch im Bereich Milchvieh, aber auch in anderen Betriebszweigen. Und auch Liquiditätsplanung, Rentabilitätsplanung können wir durchführen oder erstellen. Und was auch noch ein Punkt ist, wenn es Richtung Investitionen geht, Investitionsplanung und auch Investitionsförderung sind ein Thema, wo der Christian Schulin gut aufgestellt ist. Ja, das war das Fachgebiet 15, Beratungsschwerpunkt Ökolandbau. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, und wenn es Fragen gibt, können Sie sich gerne an mich wenden.